Willkommen zurück zu Minecraft Minilands. Lang ist es her, dass die Geschichte der Minilands erzählt wurde. Und bevor sie jetzt wieder auf ein neues beginnt, beziehungsweise dass sie weitergeschrieben wird, schaue ich mir mal kurz um, was bisher alles in der Geschichte vorkam. Hier der Hohe Rat, ein sehr altes Gebäude, schon leicht verwachsen, aber noch nicht fertig gebaut. Das war ja mein letztes Projekt. Ich fliege mal hier unten lang. Hier war der Weg zum Hohen Rat, der geht natürlich hoch auf den Berg. Klar, Hoher Rat, hoch auf den Berg. Eine kleine Lichter ab und zu, wenn man hier guckt. Darunter ist der Glowstone. Also der Redstone Glowstone. Hier haben wir den Mondbrunnen, der dieses heilige Wasser auffängt, wenn es regnet. Wahrscheinlich hier durch die Lücke fließt es dann irgendwie rum. In der Mitte ist der Trichter. Es funktioniert schon so. Das Magie im Spiel. Gerade gucken, hier ist, glaube ich, ja, hier ist nur Brunnen, richtig, hatte ich ja umgebaut. Und zwar von hier oben, vom Aquädukt, fließt es dort rein, fließt es hier rum und einmal runter hier vorne zu einem kleinen Auffangbecken, einfach nur um zu gucken, ob alles richtig läuft und so. Aber die Kinder dürfen ja nicht spielen, deswegen ist hier der Zaun dran. Oder dürfen nicht reinfallen. Und dann fließt es hier vorne raus und kann hier abgeschöpft werden. Warum ist er unten? Hä? Warte mal, kann ich nicht einfach die, Ach nee, habe ich ja noch gar nicht. Stimmt. Haha. Ich habe noch gar keine grobe Erde. Ich bin voll hinterher beim Minecraft-Version. Aber es stört mich nicht. Was haben wir hier? Aura, die Bibliothekarin. Stimmt ja. Hatten wir hier schon einen Namen? Nee. Hier vorne waren, glaube ich, die zwei Weinbauern, glaube ich, war das. Die da hinten hinkommen. Ich kann mich noch entfernt dran erinnern, dass das, glaube ich, so war. Aber dafür kamen noch keine Namenvorschläge. Deswegen lasse ich es erstmal offen und zur Not, wenn da welche hinkommen sollen oder können und wie auch immer, werde ich mir welche Namen ausdenken. Und ich habe schon einige im Hinterkopf. Hier war die Schule, mein erstes Projekt. Ne, warte, mein zweites. Erst war ein Wohnhaus und dann war die Schule. Und ich finde, die Schule ist ziemlich nice geworden, weil wenn ich mal von hier draußen gucke, hier hinten beim Lehrteich, die ich mal ein bisschen verschönert habe, die Schule ist sehr einsichtig und offen, sehr viel schönes Sonnenlicht kommt rein. Ich finde das toll. Und auch die Säulen hier an der Seite, die wirken nicht zu protzig, zu prunkvoll, sondern die wirken, die fügen sich gut ein, dadurch, dass es Holzsäulen sind. Und dieses Ding hier vorne ist einfach, ja, irgendeine Skulptur, da sollten eigentlich Namen dran stehen von Schüler, die hier schon abgeschlossen haben, beziehungsweise die sehr gut abgeschlossen haben. Weil wenn da jeder dran steht oder jeder sich ins Holz einritzt, da hätten wir aber wenig Platz nach einer Zeit. Aber die Steamer sind ja auch nicht sehr häufig in der Welt vertreten. Da sie ja... Ups. Ach so, klar, da fehlt noch was. 1000! Wie gesagt, die sind nicht sehr häufig vertreten, weil sie lernen und studieren viel zu viel, statt sich etwas zu den vergnügsamen Sachen zu begeben. Ah, mal kurz hier hinsetzen. Ah, guck mal. Hier ist ein kleiner Baum, da haben sie eine Treppe rumgeschwungen, damit sie auf ihr fliegendes Haus langkommen. Es wäre auch mal eine interessante Sache, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Leine ranmache an diesem Zaun. Kann ich das Haus eigentlich wegziehen? Ich meine, es schwebt ja. Prinzipiell müsste es ja möglich sein. So wie in StarCraft, wenn sich die bei den Marines quasi oder den Menschen, je nachdem wie man es sehen will, wenn sich da das Gebäude in die Lüfte begibt und dann einfach losfliegt. Und auch ganz toll, genau. Hier war die Schaukel mit einem kleinen Baumhaus drin. Also kleine, naja, nicht wirklich Baumhaus, sondern so kleine Nische zum Verstecken. Hier ist der Sandkasten, schon ein bisschen Sand aufgehäuft und durchs ganze Spiel ist dann der Sand hier vorne rausgefallen. Auch ganz geil. Kleiner Planschebecken. Also es geht ein wirklicher Dorfboden, so ein kleines Planschebecken. Mit natürlich für die kleinen Kinder, damit sie hier ganz leicht rauskommen. Rein und raus. Und hier ist ein Klettergerüst. Juhu! Aber man kann leider nicht klettern, aber der Steve hier im Spiel kann es leider... Nee, Malvin heißt der richtig. In Minecraft Steve, aber hier im Minilands heißt er Malvin. So war der Charakter. Der kann hier nicht hochklettern. In Wirklichkeit kannst du ja da die Arme und Beine dazwischen stecken und dann hochklettern. Und ja, ab und zu mal verschiedene Höhen. Hier ist vielleicht hier vorne zum Klimmzüge. Und zwei und drei und vier. Ah, zu viel Anstrengung.
So, und direkt hoch. Der Mondbrunnen, klar. Ich finde immer noch irgendwie cool. Einfach so aus Bocklust gebaut. Sollte eigentlich ein Dorfbrunnen werden. Nee, das da sollte ein Dorfbrunnen werden. Dann sollte das ein Dorfbrunnen werden. Dann wurde das erst ein Planschbecken. Und dann wurde das hier ein Mondbrunnen. Also irgendwie habe ich es auch. Ach, auch genau. Und hier vorne beim Wasserauslass hat er so ein Gitter dran gemacht. Ah, ja. Wie kommt man da rein? Hier war der Eingang zur Kanalisation. Zwar noch nicht wirklich fertig ausgebaut, aber also so im Prinzip sieht man schon, dass es eine Kanalisation sein sollte. Genau, hier sollte es dann weitergehen. Unter einem hohen Rat, glaube ich, und Bibliothek. Mal sehen, wo es hinführt. Ich weiß es noch gar nicht so genau. So, und wie habe ich es mir gedacht? Ich habe ja hier genau ein paar Sachen hingebaut, damit ich es nicht vergesse, hier Glas hinzupacken. Das hatte ich ja in der letzten Folge am Ende noch schnell hingezaubert, damit ich mir sagen kann, aha, das hatte ich vor. Ist ja gerade so eine Ecke. Ich mache mal da zwei nur hin, dass ich da irgendwie abschrägen kann. Ich denke, es würde ganz gut zu Gesichte stehen. Ganz oben ist schon zu. Hier ist eh Gras gewachsen. Gras über die Geschichte gewachsen. Nee, so alt ist es noch gar nicht, dass hier Gras drüber wächst. Oder obwohl. Ich meine, wenn das ganze Haus schon aus einem Baum besteht hier, fast aus einem Baum, dann muss es ja schon relativ in die Jahre gekommen sein. Aber naja, das wissen nur die, die hier wohnen und es erbaut haben. Oder es mit den magischen, weiß ich nicht, haben die das wachsen lassen? Können die sowas? Ich weiß, die können Häuser zum Schweben bringen durch den, Rückstoß, durch die Partikel, die unten ausgestoßen werden. Was für eine, komische Erklärung. Aber schon nicht viel lustig. Ich würde die auch gar nicht mehr ummodeln wollen. Ich finde die voll toll. Voll toll. Voll cool. Da kann ich gar nicht mehr durchgucken, wenn ich das jetzt so Holz hinmache. Muss ich mir mal von innen angucken. Gleich nur noch einen Strich. Müsste irgendwie da vorne hochbauen. Hier irgendwie hoch. Kann ich das so machen oder soll ich da eher nicht. Warte mal, ich nehme mal eine Treppe. Ich glaube, das würde vom Prinzip her schöner aussehen. Ich würde doch gerne eine Falltür hinbauen, zum Beispiel. Hier vorne eine Falltür hin. Und die würde nach da hochgehen, statt nach da. Das fände ich irgendwie toller. Guck mal, wenn ich hier so ein Mini-Dachschräge hinmache, genau sowas. Huch, runtergefallen. Doch, das sieht schon besser aus. Das sieht definitiv besser aus. Und so genau werde ich das hier machen. Soll ja auch schön aussehen. Ich meine, die haben das zwar wild wachsen lassen, per Magie oder wie auch immer. Diese Geheimnisse wissen nur die Ältesten, der Ältesten hier vorne. Da haben wir nicht viel mitzureden. Also ich, Nee, können wir eigentlich nicht mitreden. Ich meine, das ist ja vor unserer Zeit gewesen. Wir stellen quasi nur die Geschichte nach und erinnern uns, wie es gewesen ist. Weil es gibt ja noch einige Überlieferer, zum Beispiel der hier gerade baut, der Malvin. Der hat das ja mit seinen eigenen Augen gesehen, der ist ja da aufgewachsen. Aber dieser Ort wird man später auch erfahren. Also in der richtigen Geschichte, von wo das abgeleitet ist, ist das nicht so passiert. Aber ich sag jetzt einfach, dieses Dorf ist quasi später dem Verfall, zu dem Verfall zurückgelassen. Die haben sich quasi, ja, kann man schon sagen, auf jeden Fall, die Steamer wohnten am Ende der Geschichte woanders. Ich denke, so kann man das schon mal sagen. Das Dach gefällt mir hier richtig gut. Schön lufteinlässig. Ah, guck mal. Lufteinlässig, da soll es ja nicht überall sein. Dann nehme ich mal die mir bei Dekoration waren dann die Glasscheiben, genau. Und jetzt mache ich hier entweder Glasblöcke hin oder nur Scheiben. Deswegen, ich probiere es erstmal mit Blöckchen. Und zwar so. Die steht hier vorne nicht richtig. Ach so, das ist ja. Kann ich da einfach so ein Querding machen irgendwie? Also hier kann ja ein normaler Baumstamm hin. Ich erinnere mich, mit dem Mitteldruck konnte man schneller wechseln, die Dinger, richtig. Habe ich ja schön vorgeführt. Und wenn ich die jetzt ranpacke, sieht es ja oben nicht mehr so schlimm aus.
Auch von unten sieht es schlimm aus. Okay, ich mache hier auch Scheiben hin. Zack, zack und so. Genau, so sieht es auch viel, wie jetzt sage ich es immer schon gerne, smoother. Passt zwar gar nicht der Begriff hier rein, aber ich habe es mir irgendwie leicht, ganz leicht angewöhnt. Dieser Begriff, dass wenn etwas schöner aussehen soll, ist es einfach smoother. Ich habe keine Ahnung, woher ich das gekriegt habe. Doch, na klar, es kommt von Minecraft, dieses smoother. Aber es hat eher mit, was ist denn hier los? Ist da reingewachsen? Soll das da reinwachsen? Habe ich es extra so geplant? Was habe ich mir da gedacht? Ah nee, das geht ja rum. Hier, es geht ja hier vorne rum. Es connected nur an dem... Ah. Jetzt kommt auch der 30 Gramm gratis dahinter, der Malvin. Oh, ich habe einen Zombie. Er brennt. No, hit the Zombie. Das arme Ding. Es hat doch niemand was getan. Wo überhaupt? Hm, vielleicht ist er zurück in seine Höhle. Und sucht seinen Ring. wer weiß, was er nun Wirklichkeit macht. Ring suchen oder sonstiges. So, es wurde schön hell gerade. Wer hat denn diesen Befehl eingegeben? Sehr mystisch. So, hier ist ein Holz. Warte mal. Doch, da ist ein Holzblock. Da müsste doch überall eigentlich so ein Holzblock hin. Der dritte da unten. Genau der. Ne, warte mal. Zwei? Sehe ich den überhaupt noch? Wenn nicht, dann ist ja eh egal. Ne, den sehe ich gar nicht auf der Seite. Kann ich den hier sehen? 1, 2, 3. Da kann ich den sehen. Warte mal. Hä? Habe ich da jetzt den zweiten weggehauen statt den dritten? 1, 2, 3. Der da ist der falsche. Ah. Falsch. So. Pack. So, auf der anderen Seite sieht man den nicht. Da ist es egal. Der Eingang ist... Ja, der hat ist mit Bäumen zugewuchert. Das ist voll in Ordnung. Auf der Rückseite steht hier ja noch so ein bisschen Gestein. Mal überlegen. Hier habe ich mir eine Notiz hinterlassen. Und zwar, eventuell eine Brücke von der Bibliothek, welches das Haus des Ältesten ist. Also oben in der Bibliothek wohnt entweder der Älteste oder das hier wird das Haus des Ältesten sein. Rückzugsort. Ein kleiner Raum wird es sowieso erstmal werden, weil hier werden sich die Leute beraten. Falls etwas zu beraten, falls es sowas beraten gibt. Also je nachdem, was hier halt auf den Tagesplan kommt. Ist ja immer was anderes. Mal überlegen sie, was sie als nächstes machen. Oder einfach nur, was es im Mittag gibt. Nee, sowas nicht. Also zum Beispiel auch, wie man mit den Steamern interagiert. Warum, wieso, weshalb sowas passiert, was passiert ist. Warum haben sie sich so entschieden? Weil es gehören immer zwei zu einer Entscheidung. Na gut, nicht immer, aber die zweite Partei wird sich darüber auch einen Kopf machen, nehme ich mal an. Sollte man zumindest denken. So, und da sie sich auch irgendwo... Warte mal, ich probiere mal. Wir haben hier doch sicher ein bisschen Teppich. Was passt denn zu den Weiß? Ja, schon. Ich überlegte gerade, welche Farbe zu Leuten passt, die weiße sind. Aber da kam mir gerade nur auf weiße Wolle in den Hinterkopf. So, da nehme ich jetzt noch... Ich will mich probieren, was anderes zu bauen. Und zwar andere Sitzmöglichkeiten. Deswegen packe ich erstmal hier ein bisschen Rücken hin, damit ich da aber auch was gegensetzen kann. Und zwar Falltüren. Geht ja gar nicht. Doch, geht. Da muss ich gegensetzen. Okay, gut. Nein, jetzt geht das wieder nicht. Ah, toll. Ich weiß nicht, was hier, dass es immer nicht geht. Ist komisch. Okay, das soll der Rücken sein. Da sich aber die auf den Boden nicht setzen wollen, mache ich dort hellblaue Wolle mal hin. Fällt natürlich die Stufe wieder weg, ist klar. Also ich meine die Falltür. Aber ist ja nicht so wild. Dann können sie sich hier quasi hinsetzen. Aber jetzt brauchen wir noch was, wo sie quasi ihr Zeug ablegen können. Ist ja eigentlich nur Teppich hier vorne. Was können wir so als Tisch nehmen? Es muss jetzt ziemlich flach sein. Schnee kann ich nehmen. Den kann ich doch drüber stapeln. Wenn ich den jetzt mal wegnehme. Kann ich den ja... Geil, geil.
Ich muss nur zubauen, damit er nicht schmilzt. Ich hoffe, der schmilzt jetzt nicht während der Bauarbeiten. Kann mich so tun, als wenn es so wäre. Ach, deswegen geht es kaputt. So. Ich kann mich hier hinsetzen. Warte. So, hier vorne. Ich kann mich hier hinsetzen und meine Sachen vorab legen. Und dass es Schnee ist, fällt nur. Naja, gut. So, da können sie sich beraten. Ich mache mal ein bisschen weiter. Und zwar müssten die noch sitzen bis... Hier vorne ist nichts. Oder warte mal, hier müsste wieder einer sein. Da ist der Rücken. Und hier geht es wieder hoch. Genau bis hier. Kommt das hin? Doch, das kommt hin. Okay. Ich habe erst überlegt, ob ja oder ob nein. Weil, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, ich erinnere mich an meine eigenen Sprüche. Und zwar, es lebt davon, gebaut zu werden. Also während des Bauens quasi. Man, ja gut, man kann sich im Hinterkopf halten, wie was schön aussieht. Aber das richtige Projekt startet quasi beim Bauen. Und dann kommen einem die Ideen, ach nein, so sieht's besser aus, ach nein, so sieht's besser aus. Ich hatte ja auch, glaube ich, hier erstmal nicht geplant, dass sich die Näherin hier hinten beraten, weil eigentlich beraten sie sich ja hier vorne. Aber hier vorne kommen ja nur die großen öffentlichen Themen, bei denen auch das Volk zuhören darf, die halt hinter den Bäumen da stehen. Jetzt zeige ich wieder mit dem Finger auf dem Bildschirm und sieht keiner. Da hinten halt, zwischen den Bäumen, da wo durch die Sitzplätze sind, die extra ein paar zu den Seiten. Und hier in der Mitte sitzen sechs Plätze brauchen wir. Ungefähr 1, 2, 3, 4. Das mache ich mal ganz kurz. Ich wollte eigentlich gerade die Folge beenden, aber... 1, 2, 3, 4, 5, 6 Plätze. Perfekt. 6 Sitzplätze für 6 Leute da vorne. Und der Älteste wird irgendwie, weiß ich nicht, der steht vielleicht oder... der Älteste ist halt so ein Herumläufer. So ein, der treibt sich gerne herum. Er ist so, du bist also dafür, du bist dafür, aha, aha. Ich muss mal kurz überlegen. 1, 2, 3, ich gehe mal hin und her, ich überlege gerade. Also ungefähr, ein bisschen leicht hibbelig vielleicht, würde man denken. Aber er muss ja überlegen, was als nächstes ansteht. Und somit danke ich fürs Zuschauen bei Minecraft Minilands. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Wartet auf mich!